Vorarbeit ist erledigt. Der Tipp ist von oben schon mal angebuffert. Hier geht es jetzt tatsächlich um den Einkauf von Temu mit dem Produkt hier jetzt von Markert, ein Nagelkleber, den ich mir jetzt schon mal hier aufbringe. Der ein oder andere erinnert sich an diesen Einkauf und wer es gerne sehen möchte, dem verlinke ich das gerne hier, das Video zu diesen Triple XL Tipps. Als Verlängerung in Stilettoform, so ein bisschen in die französische Form. Ich versuche das jetzt mal hier auf meinen Daumen anzubringen und gehe mal kurz unter mein Lämpchen zum Aushärten. So, hier ist er geklebt. Unfassbar. Für den Alltag für mich absolut nicht zu gebrauchen. Den Überschuss, den ich mir hier ein bisschen rausgedrückt habe, den entferne ich jetzt mit der Schleifkappe. Erstmal den Staub entfernen und dann geht es weiter. Ich schaue mir den Nagel nochmal an, wo ich in etwa meinen höchsten Punkt setzen werde, beziehungsweise ihn wieder auslaufen lasse. Und ja, das mache ich mit einem Produkt, was mir eine liebe Abonnentin zugeschickt hatte, von einem Überraschungspaket. Ich wollte das jetzt gerade mal hierfür ausprobieren. Ausprobieren deshalb, weil ich das erstmal teste, ob es eine Wärmeentwicklung auf meinem Nagel gibt. Ich bin da ja sehr empfindlich. Das ist mehr so ein Produkt, was ja thixotrop ist und auch mehr so in ja so marmeladenartig, sage ich jetzt mal, ne? Sich verarbeiten lässt. Ich kenne ein ähnliches Produkt auch von Kraftdesign. Das Pinch-It-Gel ist so ähnlich. Das mag ich eigentlich sehr gerne und gerade für so Treppchen, die man ausgleichen möchte. Denn hier ist ja eine Treppe entstanden. Immer wenn ihr einen Verlängerungstipp setzt, ne, der also keinen kompletten Nagel fasst wie ein Press-On, habt ihr immer dieses Treppchen. Das ist dann bei einer Schablone genau umgekehrt. Dann ist es ein Absatz und hier haben wir ein Treppchen. Das Ganze arbeite ich mir jetzt erstmal mit einer Fließschicht aus. Zieh mir das auch wirklich über den gesamten Tipp, dass ich da auch schon mal alles benetzt habe, sodass mir nachher die Arbeit leichter fällt, wobei bei der Länge werde ich sowieso ja in mehreren Schritten vorgehen, damit ich da nicht Gefahr laufe, dass mir das Produkt irgendwo hinrutscht. Jetzt nehme ich mir eine größere Perle auf und setze das schon mal ab. Darf noch ein bisschen mehr sein. So, und jetzt werde ich das einfach noch ein bisschen ausarbeiten, dass quasi eine Fläche, so gut wie eine Fläche entsteht. Ja, mein Allrounder ist der von Nicole Weiss und der macht auch sowas hier mit, ja. Ich arbeite hier jetzt Stück für Stück, kümmere mich wirklich um das Nagelbett, um einen schönen ansteigenden Apex und werde das mit Sicherheit nicht in einem durchziehen. Die einen hassen es, die anderen lieben es. Ich finde, dass das hier wirklich auch ja dazugehört, einen formschönen Nagel einzufeilen, finde ich letztendlich das Wichtigste. Wenn ihr ordentlich modelliert habt, dann müsst ihr eigentlich auch nicht mehr viel feilen. Aber
bei solchen langen Nägeln ist das schon wichtig, dass man mehr Produkt aufträgt, um dann den Apex, eure Sollbruchstelle, eure Statik rauszufeilen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, jetzt ist es soweit. Das Design kommt auf den Nagel. Alle Produkte, die ich jetzt hier benutze, vor allem diesen Schatz hier, werde ich euch gerne unten direkt unter meiner Infobox, also sprich Produkte im Video wird es heißen, werde ich versuchen zu verlinken. Dieses Produkt feiere ich. Ich habe zwei davon, diese beiden Fläschchen mir bei Amazon geordert und dieser rosa Ton habe ich selbst noch nie getragen, kommt jetzt das erste Mal als Premiere auf mein Däumchen. Ja, ein Jelly-Gel und ich feiere diese Farbe genauso wie den anderen Ton, den ich von Ihnen habe. Und ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist phänomenal. Also wie gesagt, schaut gerne unten in der Box. Dort werde ich das, was ihr hier seht, was ich benutze, versuchen zu verlinken. Ich kann es euch nicht versprechen. Die Amazon-Produkte sind kein Problem. Alles andere muss ich schauen. Ja, das nur als Information für die, die dann auch gerne ausgerechnet sowas haben möchten. Ich kenne mich, ich bin da nicht anders. Asche auf mein Haupt. Ich sehe was in einem Video, bin begeistert und ich möchte es dann auch sofort haben. Ja, also wir sind natürlich alles Verpackungs- und Einkaufsopfer und Influencer-Opfer. Nennt es, wie ihr wollt. Also wer sich hier angefixt fühlt, guckt bitte unten in meiner Box nach. Ich fahre hier zwei Schichten, dann ist er immer noch ein bisschen transparent, aber dann mehr Richtung milchig, rosé, so sieht es ja hier aus. Und dann kommt hier ein Nude-Ton, den kann ich euch, soviel ich weiß, leider nicht mehr verlinken. Das ist ein ehemaliges Beetle-Fläschchen. Das ist ein Nude-Ton und den packe ich mir einfach so, ja, einfach so punktuell als Streifen quasi auf den Nagel und ziehe jetzt mit meinem Ombre da solche Pinselstriche rein, damit es aussieht, als würde die Farbe fehlen. Jetzt im Anschluss kommt Passione und das ist auch ein ganz, ganz toller Ton, ein Rosa, ein ganz, ganz helles Rosa. Wenn ich den finde, packe ich ihn euch gerne rein. Den setze ich mir auch nur hier und da. Also das wird wieder so ein ganz wildes Design, aber ein verspieltes und ganz softes. Da mache ich das gleiche wieder. Der Ombre-Pinsel zieht quasi die Striche durch und dann ist das nicht mehr deckend, sondern es ist so gebrochen, ne? Wie als wäre nicht genug Farbe auf dem Pinsel gewesen. Dieses wollte ich unbedingt auf den Nagel bringen, ist mir soweit gelungen. Und dann kommt noch ein Schätzchen von Passione und zwar mein Cat-Eye, was es überhaupt gibt, was ich in meinem gesamten Sortiment habe. Das ist nämlich dieses Rosane und das ist so gut gearbeitet in der Textur und es macht wirklich ganz, ganz tolle Effekte. Also Sofort-Effekt. Das ist nicht so, dass man denkt, ich müsste hingucken, damit ich die Magnetteilchen sehe. Nein,
Der ist sofort da, wenn ihr da aktiviert. Und hier mache ich das gleiche wieder wie mit den vorherigen beiden Farben punktuell. Und dann spiele ich aber gleich mit meinem Magneten. Das könnt ihr sehen, selbst wenn man sowas punktuell arbeitet oder nur einen kleinen Ausschnitt auf dem Nagel damit gestaltet. Es kommt sofort. Ja, jetzt möchte ich matt versiegeln. Ich habe ihn immer noch. Ja, und ich finde ihn auch gut. Ich benutze ihn sehr, sehr gerne. Vor allem jetzt so als Grundierung im einen und im anderen auch als ja, für den weiteren Step einfach erforderliche Oberfläche in matt. Nutze ich ihn eigentlich am liebsten. Also nicht meistens für ein Finish, sondern wirklich, wenn ich weiß, ich brauche jetzt eine matte Fläche, weil ich vielleicht ein Pigment arbeiten möchte oder eben irgendwas Reliefartiges und mir das nicht in den Nagel einziehen soll, ist das hier für mich im Moment Nonplusultra. Und damit arbeite ich gerne diese Zwischensteps, sag ich mal. Ja, leider kommt hier viel Produkt drauf, das will ich sagen. Da ist er, schön gemattet. Ich komme ein bisschen näher, damit ihr es sehen könnt. Und ich finde das so süß. Es hat irgendwas. Und ja, schade, dass ich mit dieser Länge nicht zurechtkomme, sonst würde ich alle Finger machen. Ja, dann kommt Born Pretty. Das ist dieses silbrige, womit ihr so schöne Linien zeichnen könnt. Dieses super dünn viskose Produkt. Ich nehme dafür einen Feinliner und ziehe mir jetzt einfach, ja, Linien auf den Nagel. Ihr wisst, ich mag diese Designs, die so ein bisschen verspielt sind. Und ja, da mache ich das jetzt einfach wahllos nach einer Schnauze, wie es mir gefällt. Mal dicker aufgedrückt, mal den Pinsel wieder mehr angehoben, um die Linie dann wieder feiner und zarter zu gestalten. Ja, einfach mal rein in den Tiegel und los geht die Luzi. Oder der Pinsel. Und dieses Silber passt unglaublich gut jetzt zu diesen Farbakzenten auf dem Nagel. Ich habe schon immer gesagt, dass ich Rosa und Grau und Rosa und Silber immer sehr feiere. Diese Kombination, ich finde es immer sehr, sehr schön. Hier ist es jetzt das Nude mit Silber und Rosé und diesem wahnsinnig guten Cat Eye von Passione. Wer Passione noch nicht kennt, guckt da mal vorbei, die haben im Moment wieder super Angebote oder auch Sales. Und da kann man immer, immer einen Schnapper machen. Und sie sind qualitativ wirklich tipptopp, kann man nichts sagen. Wer mich lange verfolgt, der weiß, dass ich vor einiger Zeit, ja, es ist glaube ich jetzt schon über ein Jahr her, auch für Passion auf Instagram tätig war, als Werbepartner, möchte ich jetzt, nenne ich es jetzt einfach mal. Da hatte ich eine Kooperation, ich habe die aber beendet, weil es eben nur auf Instagram ging und ich halt lieber für euch Videos drehe als. Ja, ich mache das schon gerne auf Instagram, aber ich finde es immer schöner, wenn man Produkte wirklich vor laufender Kamera sehen kann, damit man einfach auch einen Einblick hat. Ja, Fotos kann man irgendwie stellen oder kann man verändern und ich möchte euch das wirklich ehrlich transportieren und ihr wisst das auch. Und ich musste mich dann wirklich von ihnen verabschieden, weil es sehr, sehr viel Arbeit für mich bedeutet hat und ich ja eigentlich die meiste Zeit für ich, Entschuldigung für den Versprecher, ich die meiste Zeit für euch hier auf YouTube die Arbeit mache. Als auf Instagram, ja. Aber ich finde Passione weiterhin toll. Ich will auch wieder dort bestellen. Ich sammle noch meine Produkte, die ich noch brauche. Ja. Wenn es was wird, dann zeige ich es euch natürlich gerne in einem Haul. Versprochen. So, dem nicht genug, lege ich jetzt hier auf das Born Pretty Produkt, ja, noch silbriges Pigment. Ich mache das im Moment so Reliefe gerne mit meinem Q-Tip. Ja, und das wird jetzt schön eingerieben noch. Und dann wird es nochmal ein bisschen spiegeliger. Es wird nochmal spiegeliger. Tolles Wort. Neue Kreation. Wird in den Duden von Nails Coffee and Tea aufgenommen. Ja, es wird noch ein bisschen, ich will nicht sagen deckender, aber einfach schöner.
noch eins obendrauf, ne? Shishi muss sein. Und wie gesagt, alle Linien bekommen das jetzt hier von mir eingerieben. So, das ist ein gepresstes Produkt, was ihr da seht. Das ist jetzt kein loses. Auch eine saubere Sache für Dösbuddels wie mich, die gerne mal ein Pigment umschmeißen. Ne? Kennen wir ja, kann passieren bei mir. Ich schließe das zu und dann geht's weiter. Ja, ich brauche jetzt meinen Strasspicker und ich brauche meine Perlchen, wie ihr seht. Das reicht ja immer noch nicht. Und meinen absoluten Liebling, ja, den nehme ich ja jetzt wirklich hier für alles. Also um diese Linien jetzt nachzuziehen, nehme ich es jetzt gerne, weil das Pigment würde sonst nicht halten. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal die Linien alle nach. Ich habe auch schon ein Bärtchen abgesetzt, wie ihr hier sehen könnt. Und auch in diesem Produkt rutschen euch die Perlchen nicht unbedingt wieder runter. Also die sind echt am Platz, das Zeug ist zäh. Und ja, wer das gerne für sich ordern möchte, kann ich euch nur den Tipp geben. Es ist eine Investition, habe ich schon mal gesagt. Ich kann es euch das Produkt selber jetzt nicht verlinken. Da geht ihr bitte, wer Interesse hat, als Steinchenkleber, als Nailart-Befestigung, als, ja, wie gesagt, hier Linien nachziehen, ja, oder 3D-Techniken, diese Nägel, die jetzt so richtig mit muschelartig gestaltet werden. Also da kommen jetzt die dicksten Nägel zustande mit Erhaben und hast du nicht gesehen. Dafür ist der einfach super. Das Produkt bekomme ich oder habe es beim, ja, ich habe es entdeckt auf eBay, also auf der normalen eBay-Plattform für Einkäufe. Also nicht Kleinanzeigen, eBay, sondern ne, den normalen. Und da müsst ihr das eingeben und dann spuckt ihr euch diese koreanischen Shops aus und dann findet ihr das. Aber bitte wundert euch nicht, so ein Tiegel kann 35 bis 38 Euro kosten. Das sage ich euch hiermit gleich. Da ist es aber so, dass das alles umfasst. Also Zoll- und Einfuhrgebühren waren bei mir jetzt mit enthalten. Da musste ich jetzt nicht nochmal extra was bezahlen. Aber ich kann es euch nicht verlinken. Da müsst ihr selber suchen. Sonst komme ich hier vom Stuhl nicht mehr runter, wenn ich alles verlinken will. Sei mir verziehen an der Stelle. Ich bin echt faul manchmal. Aber ich stehe dazu. So, wie gesagt, alles wird nachgezogen. Jede einzelne Linie. Ich habe heute echt Sprachstörungen. Ich weiß auch nicht, was los liegt. Wahrscheinlich an der Sonne. Ich muss mich ja schon wieder an die Sonne gewöhnen. So, also hier lege ich mir jetzt noch ein paar Perlchen ab, natürlich in Silber. Ich habe nicht mehr viele, ich habe aber wieder neue bestellt. Ich hoffe, dass sie bald kommen. Und dann wird das Ganze natürlich wieder ausgehärtet. Ja, nachdem ich jetzt alles soweit fertig habe, kommt bei mir jetzt Hochglanzversiegler drauf, also Topcoat High Gloss Finish. Der sieht matt sehr, sehr schön aus. Ich zeige euch das gleich im Anschluss. Ich habe den nämlich erst matt gearbeitet und als ich dann dachte, kommt, ich schenke euch das Video zu diesem Triple XL Stilettos oder Stiletto, es ist ja nur einer geworden, haue ich mir das auf den Nagel und schaue mir das mal in Hochglanz versiegelt an. Ich habe zwischenzeitlich, das habt ihr jetzt nicht sehen können, nochmal abgeklinert, nachdem ich die 3D-Linien draufgesetzt habe. Und habe dann damit quasi den Überschuss an Pigment entfernt und jetzt heißt es wirklich alles schön einpacken, schön versiegeln bis in die Spitze und bei so einer Länge, wenn ihr sowas wirklich tragen möchtet, gebe ich euch den guten Rat, geht unter den Nagel, also ihr dreht den Nagel um und geht in die Spitze und legt in die Spitze, an das Ende, am besten oder am einfachsten entweder ein Acrylgel rein in die Spitze, weil das ist Bruchgefahr. Da kann immer was abbrechen, damit ihr die von unten her verstärkt. Das sieht kein Mensch, ja, so, wenn ihr den umdreht. Man kann es auch mit dem Versiegler machen, aber ich würde echt auf Nummer sicher gehen, dass die Spitze quasi so 3 mm unterm Nagel verstärkt ist. Die ist dann plan. Wenn es nicht gut gelungen ist, kann man unterm Nagel nochmal nachfeilen. Aber diese Verstärkung, finde ich, sollte man unbedingt dran machen. So, hier ist das gute Stück fertig. Modsteil. Aber nichts für meinen Alltag. Hier unten drunter könnt ihr sehen, das ist die Verstärkung, die ich gerade eben erklärt habe. Bei der Länge unablässig. Muss einfach sein. Und hier ist mein Musterstück.
So, ihr Lieben, das reicht jetzt. Ich muss mich jetzt davon erholen. Das ist mir einfach zu lang. Ich muss den jetzt gleich wieder runternehmen. Der ist echt schwer. Ist aber nichts für meinen Gartenalltag im Moment. Es sei mir verziehen. Aber ich habe euch das Video hier mit präsentiert. Ihr habt es euch gewünscht. Hier ist es mit Designvorschlag. Bleibt mir treu. Wir sehen uns wieder. Und ich sage bis dahin einfach nur Tschüss. Mach's gut.